Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr unter mir lesen konntet, habe ich bin immer noch komplett schockverliebt, den Beauty Blogger Award von QVC gewonnen. Ich kann es immer noch nicht ganz so wirklich glauben. Es ist mittlerweile, also ich muss ehrlicherweise gestehen, ich wusste es natürlich schon ein bisschen länger als ihr, aber ich konnte es natürlich nicht an die große Glocke hängen, denn die Live-Sendung war letzte Woche Mittwoch. Ich blende euch da auch gleich ein bisschen was ein. Ja, und mittlerweile ist es so, dass mein Award angekommen ist und eine zusätzliche Prämie, nenne ich es einfach mal, ein zusätzliches Paket mit Beauty-Produkten. Und dieses Paket möchte ich euch heute gerne einmal zeigen. Normalerweise wäre es so gewesen, dass ich meinen Preis, also den Award und auch das Paket live im Studio hätte bekommen. Allerdings ist es ja nun so, dass dank Corona uns alles so ein bisschen schwierig macht oder erschwert und deswegen dürfte ich auch nicht ins Studio einziehen. Also wurde ich auch nicht ins Studio eingeladen. Im Nachhinein ist es so, dass sie mich trotzdem eingeladen haben, wenn sich das alles so ein bisschen beruhigt hat, dass ich gerne mal ins Studio kommen kann. Das fand ich super, super nett. Und die Preis. Preiskrönung, nennt man das so? Die Siegerehrung war dann per Telefonschalte. Ja, ich wurde ins Studio gestellt und ja, ich habe das alles so ein bisschen mitgefilmt und aufgenommen. Ich zeige euch das am besten. Ich würde sagen, wir starten einfach damit. Ich blende euch einfach mal ein, wie die Live-Schalte für mich so war. Und ich habe es auch aufgenommen. Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich es mir noch gar nicht angeschaut habe. Ich habe natürlich die Leute übers Telefon gehört. Das war, ach, ich blende euch das erstmal ein. Wir machen es erstmal so. So, jetzt ist es übrigens 22 Uhr. Und jetzt wollen wir mal warten. Sagen wir Hallo. Hallo. Ja, das dachte ich mir. Ja, ich habe auf dem Fernseher die an, aber ich habe den Ton jetzt ausgemacht. Ja. Okay, super. Vielen Dank. Danke. Danke. Tschüss. Hallöchen, hier ist Sandra. Dankeschön. Und nein, um Gottes Willen gar nicht. Also wirklich, wirklich gar nicht. Für mich ist es auch noch immer noch völlig surreal. Also ich kann es immer noch gar nicht glauben. Ja, ich habe vor, ich glaube vor circa 5 Jahren habe ich mein allererstes Video hochgeladen. Also es ist schon relativ lange her. Und ich habe auch gleich mit Beauty und Fashion und sowas alles angefangen. So typische Mädchensachen. Und man lernt natürlich im Laufe der Jahre immer mehr ein bisschen zu. Und dadurch ist mein Kanal auch immer mehr gewachsen. Und mittlerweile ist es auch so, dass ich so durch private Themen einfach auch so ein bisschen mitnehme, durch meinen Alltag und so. Ja, es ist nicht nur, mittlerweile nicht nur Beauty und Fashion, sondern wirklich auch so private Dinge einfach. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich kaufe mir ein Fahrrad. Ja. Genau, also ich habe es auch einfach just for fun, muss ich wirklich ehrlich sagen, habe ich einfach gemacht. Ich dachte nie, oh, du wirst gewinnen oder gar unter die letzten 10 kommen, weil es waren ja super tolle Mädels mit dabei. Also die, also krass, wer da alles mitgemacht hat. Also man sollte es einfach versuchen. Egal, ob du großer YouTuber oder kleiner Instagrammer bist, einfach mitmachen. Probier es einfach aus, wenn es dir Spaß macht, einfach mitmachen. So, ihr habt es jetzt einmal gehört. Ich muss es mir einfach nochmal anschauen. Ich bin immer noch ganz nervös. Wie gesagt, ich wurde ins Telefon in die Live-Sendung gestellt. Ich war am Telefon und habe dann halt die Fragen ein bisschen versetzter gehört als ihr. Also ich habe das Bild trotzdem laufen lassen. Dadurch habe ich gesehen, dass die Fragen da noch nicht waren. Ich am Telefon es aber schon gehört habe. Es war ganz ungewohnt, plötzlich in so einer Live-Sendung zu sein. Ich wusste nicht, was wird mich
Was wird gefragt? Was wollen Sie wissen? Also ich hatte kein Briefing oder so. Ich wurde da auf nichts vorbereitet. Ich wusste, per E-Mail habe ich Bescheid bekommen, du bist der Gewinner, aber auch nicht jetzt 4 Wochen vor euch oder so, sondern wirklich ein paar Tage vor euch. Da stand dann halt drinne, ich bin der Gewinner. Ich habe dann meine Adresse angegeben, meine Telefonnummer. Und dadurch wusste ich es halt schon vor euch, aber anders hätte es auch nicht funktioniert. Und dann stand da halt auch drin, dass es eine Telefon-Live-Schalte gibt. Ja, und das war's. Das war dann auch mein wirklich, wirklich aufregender Moment. Ich musste mich echt ein bisschen zusammenreißen, da nicht durchzudrehen, weil in so einer Live-Sendung, das fand ich schon cool, muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt zeige ich euch mal meinen Award. Das ist der. Ich glaube, dadurch, dass das Huch, jetzt kriege ich es fast an meinen Kopf. Es ist super, super schwer, ohne Spaß. Der ist mega schön gemacht. Da drinnen ist so eine kleine Rose. Könnt ihr das sehen? Ich glaube nicht, war schade. Dann steht This is me und mein Name und Beauty Blogger Award. Da freue ich mich natürlich umso mehr. Diesen Award, der hat auch schon einen richtig schönen Platz an meinem Schminktisch. Und dann gab es ja, wie gesagt, noch zusätzlich ein Riesenpaket von QVC. Das ist wirklich gigantisch. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal rein. Das ist jetzt, sage ich ganz ehrlich, keine First Impression. Ich war so neugierig, als dieses Paket, heute ist Sonntag, am Freitag bei mir angekommen ist, dass ich schon reingucken musste. Ich habe mir natürlich nicht alle Produkte detailliert angeschaut, aber ich habe schon mal ein bisschen reingeguckt. Und ich würde sagen, wir starten. Ich habe erstmal eine kleine Karte bekommen. Liebe Sandra, herzlichen Glückwunsch. Wir wünschen dir viel Spaß mit deinem Beauty-Paket. Wenn dir etwas besonders gut gefallen hat, lass es uns gerne wissen. Alles Liebe, dein QVC-Team. So, wir starten. Ich habe zuallererst ein Haarspray bekommen. Extra Strong. Das ist das Style and Finish Ultimate Haarspray. Bin gespannt. Das lassen wir erstmal hier. Ansonsten steht viel im Namen der Augenbrauen. Habe ich jetzt so erstmal gesehen. Okay. Also, das erste Set schaut so aus. Und das ist von, ich würde sagen, Tweezerman. Also, sah für mich jetzt erstmal so aus. Hier ist ein kleines Täschchen drin, wo kleine Utensilien reingepackt werden können. Dann habe ich eine Augenbrauenpinzette bekommen. Die hat sogar Licht. Pinzette mit Beleuchtung und Diamantstaub-Pinzettentechnologie. Man muss sagen, dass ich mir genau diese, das ist nicht Tweezerman, das ist La Tweez. Genau diese Pinzette gekauft habe. Das kann ich euch demnächst mal zeigen. Also online habe ich mir diese Pinzette gekauft, weil ich keine vernünftige Pinzette zu Hause habe. Ich brauchte nämlich unbedingt eine Pinzette, die super, super spitz vorne ist. Und jetzt ist es echt witzig, dass ich diese zugeschickt bekommen habe. Dann habe ich hier noch etwas. Ah, cool. Und zwar, ach genau, da gehört das wahrscheinlich dazu. Ist das ein Spiegel? Ich versuche den mal irgendwie zusammenzubauen. Ah ja, da können Batterien rein. Okay. Oder mit USB beleuchten. So sieht der Spiegel aus. Richtig, richtig krass. Das finde ich cool. Der kommt auf jeden Fall gleich mal auf meinen Schminktisch. Ich mache mal hier die Dinger ab. Eins. Mega. Vor allen Dingen kann man sie jetzt in sämtlichen Perspektiven sehen. Ach cool, ich habe es mir fast gedacht. Und hier ist so eine krasse Vergrößerung noch dran. Und was ich am schönsten finde, ist, dass man den einfach richtig schön zusammenpacken kann. Und hier unten ist noch so ein kleines Fächlein. Da kann ja gleich dann die Pinzette rein, wenn ich es dann mal aufkriege. Die würde ich nämlich auch gerne mal auspacken. Wie das funktioniert, muss ich wahrscheinlich. Naja. Muss ich wahrscheinlich extra machen. So, dann ist noch von Latrice ein rosanes Täschchen da drin gewesen.
Also ein schwarzes, ein rosanes. Einmal das für unterwegs. Dann hatte ich ein... wie cool. Hier ist nämlich noch dieselbe Pinzette in rosa mit dabei. Die ist so cool eingepackt. Ich wollte nämlich unbedingt, jetzt kann ich es euch mal zeigen vernünftig, eine Pinzette haben, die super, super schön spitz vorne ist, um dass man einfach die Härchen ein bisschen besser greifen kann. Die sieht auch sehr schön aus. Da freue ich mich. Ach, hier. Und hier ist das Licht. Wie cool ist das denn? Das geht hier an diesen Steinchen an. Und was haben wir hier? Ach, wie cool. Hier kann die Pinzette rein. Für unterwegs wahrscheinlich. Und da ist auch noch so ein kleiner Spiegel mit drin. Das finde ich ja hübsch. Das gefällt mir gut. Das packen wir gleich in dieses Rosane. Dann kann das Schwarze einmal beiseite. So, weiter geht's. Dann hatte ich noch was drin, und zwar von Bumminerals, ein Poreless. Das ist wahrscheinlich ein Reinigungsprodukt, ein Cleanser, ja, Gesichtsreiniger. Ich muss mir das erstmal alles übersetzen. Cool, das finde ich ja cool. Das Produkt benutze ich gleich mal heute Abend. Also das ist ein Gesichtsreinigungsprodukt. Dann habe ich noch was anderes von Bumminerals. Und zwar einen Oil-Free Moisturizer, also einen, eine Feuchtigkeitspflege wahrscheinlich. Poreless hilft die Poren zu minimieren, spendet Feuchtigkeit, Glanz, ich muss es übersetzen, weil es auf Englisch ist, und man soll es auf das Gesicht, also Face, auf den, auf das Dekolleté kann man es geben. Und nachdem man sein Gesicht gereinigt hat, also nach der Reinigung natürlich. Und falls ihr es hört, das ist meine Nintendo Switch, die mich daran erinnert, jetzt Sport machen zu müssen. Dann gab es noch was. Und was ist das? Ach, ein Tonic wahrscheinlich. Also eine gesamte Gesichtsreihe. Wie cool ist das denn? Das freut mich natürlich. Frei von Poren, vegan, gluten-free und nicht an Tieren getestet. Da muss ich mich nachher erstmal... Use a cotton pad to apply all over face after cleansing AM/PM. Okay, das machen wir doch dann glatt mal. Das probiere ich aus. Cool, das freut mich. Dann habe ich eine Nagelfeile noch dort drin gehabt. Das packe ich gleich mal hier ins Zettchen rein. Oh, wie cool. Jetzt gibt's... Das habe ich gar nicht gesehen. Auch eine in Rot. Oh Mann, jetzt hätte ich die schwarze nicht angetatscht, dann hätte ich die auch noch, hätte ich die beiden Sachen an euch verlost. Jetzt habe ich aber die schwarze eingepackt, die rote werde ich euch einfach mit dazu packen. Dann in einem Beauty-Paket einfach mal mit dazulegen. So, was haben wir hier? Pretty Making Pins. Liebe geht unter die Haut. Unsere Wunderpins auch. So kann das besonders effektive Hyaluron über die feinen Mikronadeln optimal in die tiefe Hautschichten transportiert werden. Minimale Zutaten, maximale Wirkung. Also, your skin should be dry and clean. Deine Haut sollte also trocken und sauber sein. Das Patch entnehmen und vorsichtig aus der Verpackung entfernen. Platziere es sanft auf der behandelten Hautpartie. Da muss ich nicht erstmal reingucken, was das wirklich ist. So. Ach, wie cool. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Hier unten ist auch so eine Urkunde. Ach, wie süß ist das denn? Da steht Sandra Morrison, erster Platz. Und ich kann es immer noch nicht glauben. Also es ist wirklich für mich immer noch sehr surreal. Dann habe ich eine QVC Beauty Box da drin. Die packen wir mal aus. Mit allerhand coolen Sachen. Und zwar, wie gesagt, das ist alles im Namen der Augenbrauen. Shapes Eyebrow Remove Hair Quickly Easy Painless. Also um deine Augenbrauen zu entfernen ohne Schmerzen. Das ist ja ganz cool. Das gibt es zweimal. Einmal in rosa grün und einmal in schwarz-rot. Dann packe ich das und das auf jeden Fall dazu. Dann habe ich einen... You make me blush. Wahrscheinlich einen Blush. Oh,
Oh, der ist ja hübsch. Ist das ein Creme-Produkt? Ja, okay, das ist ein Blush mit Spiegel. Dann sind da, ist da eine Haarklammer mit dabei. Dann ist da ein Produkt als Pflege. Wahrscheinlich eine Feuchtigkeitspflege. For your silky smooth golden skin, finish your skin is going to love. Okay, eine Feuchtigkeitspflege. Was haben wir hier? Hier haben wir Organic. Ach, ein Hyaluronserum. Ach, wie cool, das liebe ich ja. Hyaluronserum. Dann, eine Fußlotion. Ich habe euch das andere. Das ist Hyaluronserum. Eine Fußlotion. Dann habe ich Face Drops. H2O Face Drops. Light Medium. Ah, anscheinend, um dass man das Gesicht ein bisschen bräuner machen kann. Give skin a healthy glow that lasts 4 days. Cool. Und ein Schaueröl von L'Occitane. Ich werde mal die Box gleich nehmen und da packe ich dann Sachen für euch da rein. Und zwar die Augenbrauenprodukte und das die Pflege packe ich euch auch damit rein. Und was haben wir hier noch? Eine Tasche von Balm Minerals. Ah, das liebe ich. Sowas, so, mit sowas hat man mich schon. Dann gucken wir da mal rein. Okay, das ist einmal von Balm Minerals Medium Beige 12. Ich habe noch nie dieses Puder, das ist ja so eine Puderfoundation, ausprobiert. Passend dazu gibt es den Pinsel. Packen wir das jetzt gleich da alles rein. Das wäre dieses Set. Dann habe ich eine Mascara von Balm Minerals, die Lashtopia wäre die. Und zwei Lippenprodukte, glaube ich, sind das. Wo das aussieht, auch könnte auch ein Augenprodukt sein, so ein Gen Nude, so ein Liquid Eyeshadow, würde ich fast sagen. Und das ist ein, ja, das ist auf jeden Fall ein Lipgloss. Das ist ein Lipgloss und hier denke ich, dass es ein Liquid Eyeshadow ist. Das geht da wieder rein. Wisst ihr was? Ich packe euch Ich mache euch ein kleines Zettchen zusammen und wir machen daraus gleich eine kleine Verlosung. Dann habt ihr auch was davon, weil ohne euch wäre ich gar nicht in die Top 10 gekommen, denn ihr habt mich in die Top 10 gewählt und die Jury hat mich dann unter die letzten drei beziehungsweise als Gewinner ausgewählt. Deswegen werde ich euch ein richtig, richtig schönes Paket fertig machen. Also, wenn ihr jetzt, das war jetzt ganz spontan, wenn ihr was gewinnen möchtet, dann schreibt das mal unten in die Kommentare. Ich packe euch ein bisschen was zusammen, was ich da noch zu Hause so finde. Und dann würde ich sagen, macht mit. So, und zu guter Letzt habe ich noch was richtig, richtig Krasses im Paket gehabt. Das habe ich nämlich gesehen und habe es mit Absicht bis zum Schluss aufgehoben. Und zwar ist das das. Das ist die Silk and Sonic Smile Deluxe. Das ist die Zahnbürste. Ich habe diese Zahnbürste, also ich habe diese Silk and Touch, Silk and Tease oder irgendwie so. Diese Ultraschall-Zahnbürste für saubere, strahlende Zähne und gesundes Zahnfleisch. Ich benutze diese Zahnbürste täglich. Ich bin so dankbar. Die geht jetzt an Benjamin. Benjamin kann diese Zahnbürste jetzt auch endlich benutzen. Ich habe ja schon Ewigkeiten gesagt, dass ich die Zahnbürste Benjamin kaufen möchte. Ja, aber jetzt haben wir sie einfach mal geschenkt bekommen und das ist für mich überhaupt nicht selbstverständlich. Also um Gottes Willen, das ist so krass, dass wir die einfach mal dazu bekommen haben. Er kann dann White Clean Poolish Message, also Massage und Study auswählen. 31.000 Bürstenvibrationen pro Minute. Und ja,
Also das ist meine Zahnbürste. Ich mache mal den Bürstenkopf nach hinten, weil den muss man ja nicht sehen. Ich benutze die Zahnbürste jeden Tag, morgens und abends. Also ich finde das so krass, dass wir einfach mal diese Zahnbürste dazu bekommen haben. Richtig, richtig krank. Also vielen Dank, QVC, für dieses coole Paket. Und ich werde euch jetzt ein kleines Giveaway trotzdem noch zusammenpacken. Und dann müsst ihr einfach nur meinen Kanal abonnieren, einen lieben Kommentar da lassen und schaut in die Infobox, was da alles so wichtig dafür ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich kann euch ja hier auch so eine kleine Tasche mit reinpacken, fürs Augenbrauenprodukt. Und eine bleibt für mich. Und dann kommt meine Sachen da rein. Und das, was ich euch zusammenpacke, das mache ich jetzt einfach spontan. Ja, auf jeden Fall richtig, richtig coole Sachen dabei. Nochmal vielen, vielen Dank, QVC, dass ich die Möglichkeit hatte. Und wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass ich nächstes Jahr in der Jury dann sitzen darf. Also ihr müsst da auf jeden Fall mitmachen. Wenn ihr einen Blog, Instagram, YouTube oder sonst irgendetwas habt, dann macht dann nächstes Jahr mit. Es ist eine Chance. Ich habe auch einfach just for fun mitgemacht. Und hättet ihr nicht ansatzweise so schön für mich gewotet, wäre ich nicht mal unter die letzten 10 gekommen, weil das war ja das Wichtigste, dass ich unter die letzten 10 komme und dadurch bin ich ja erst ins Finale gekommen. So, Switch, beruhige dich. Also mein Gewinn besteht aus der Siegertrophäe, meinen Award, dieser Beautybox und einer Prämie in einem Geldwert. Nenne ich es einfach mal. Ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich aus diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann macht fleißig mit, dann könnt ihr auch was Cooles gewinnen. Bis zum nächsten Mal, eure Sandra. Tschüssi!